habe irgendwie gerade Magenschmerzen. Die haben jetzt genau angefangen, aber es ist nicht schlimm. Denn hier wird bestimmt irgendwas gegen Magenschmerzen drin sein. Ja, der Thaddäus, der hilft mir gegen die Magenschmerzen. Ja, die Magenschmerzen sind immer noch da. Es sind richtige Krämpfe. Aber ich glaube, das ist einfach, naja, also ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Das ist in irgendeiner Phase wahrscheinlich gewesen. Habe ich alles von meinem Handy gelöscht. Und ja, da war auf jeden Fall ein Video dabei. Da ging es um Dildos und Fett. Und das ist jetzt halt, ja, das ist jetzt halt gelöscht. Und ja, ich glaube, das bereitet mir Magenschmerzen. Es ist jetzt so keine Sache, die man irgendwie neu aufnehmen kann. Also ich war schon beim Arzt deswegen und ja, der, wenn ich das halt nochmal mache, ist egal. Alter. Oh. Giese. Hier ist noch ein Bild drin. Oh, scheiße. Dildos und Fett. Ja, ich bin halt echt ein Vollidiot. Und es tut mir auch leid. Ach, scheiße. Das muss ich. Junge, das ist übelst einparfümiert. Alter, das ist ja wirklich krass. Junge, was zum Teufel? Alter! Warte mal. Das muss ich erstmal, ja, da mache ich einen Thumb. Das ist auf jeden Fall das Thumbnail des Videos. Das ist ja wirklich zu krass. Ja, ja, ja. Das ist ja, oh Junge. Was sind denn das für Bilder? Die sind schon krass gezeichnet. Das ist wirklich American Gender. Oder das, ich glaube, nee, das ist eher American Gender. Ja, 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 das ist, Alter. Das ist aber, wartet mal, nee, das muss eigentlich ins Thumbnail. Junge, Breaking Gender. Ey, ich weiß gar nicht, wie ich mich hier entscheiden soll, was jetzt hier ins Thumbnail kommt. Auf jeden Fall, das kommt ins Thumbnail. Oder das ist einfach das Thumbnail. Das ist natürlich auch krass. Oder, wartet mal, was war das andere? Das mit der Axt? Hatte ich das mit ins Thumbnail genommen? Nee, das auch nicht. Was hatte ich denn für uns mit ins Thumbnail genommen? Ich glaube, das war das hier genau. Ja, das ist perfekt. Und wenn wir das dann noch hier so schmücken. Sorry für den Film. Wenn wir das noch schmücken, dann habe ich das perfekte Thumbnail, jawohl. Dann habe ich das perfekte Thumbnail. Ja, das ist doch, was ist denn das für ein Thumbnail, Alter? Das ist doch absolut krank. So. Und einmal, weil ich mich nicht so entscheiden kann, das in die Richtung und das in die Richtung. Und dann haben wir halt wirklich mal so ein Thumbnail, das sich gewaschen hat. Jetzt muss ich erstmal warten. Genau. Ja, das ist doch wirklich geil. Leute, das ist doch wirklich geil. Es ist doch, nee, das muss ein bisschen schräg liegen, genau. Nein, es kommt der Wind hier rein. Oh, Moment. Ich muss, oh, jetzt geht es hier um die Kurve. Oh, Junge. Eine turbulente Fahrt, warte mal. So. Okay, gut. Das Thumbnail ist vollständig. Ja, mal Filter mit Klebefläche. Mit, hier sind Schweine. Und
Oh, die Junge, das ist so einparfümiert. Was ist denn das, junge Mammon? Alter, oh, Junge, ich habe gerade gedacht, der Sternwerden, das ist eine kleine Spinne. Ich bin geistig wirklich am Ende. Im Kofferraum sind noch drei Fanpost-Pakete. Aber die werden erst in Tschechien geöffnet. Ja, irgendwie war es jetzt doch bloß eins. Ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich bin langsam demenzkrank. Aber das ist auch nicht schlimm. Wahrscheinlich bin ich jetzt deswegen hier in Tschechien, weil meine Demenz, die führt mich halt auch irgendwo hin. Das sind hier die Läden. Junge, Junge. Ja, hier wollen wir nicht zu viel filmen. So. Da muss ich halt zu viel zensieren, dann das mag ich eigentlich auch nicht so. Ich zensiere aber grundsätzlich doch lieber zu wenig als zu viel. Lieber Paul, ich habe 2019 mit dem Rauchen aufgehört. Anbei alles, was mir keiner abkaufen wollte. Ich aber auch zu geizig war, es zu verschenken. Achte auf deine Gesundheit doch etwas mehr. Grüße aus dem Suprapfalz. Was? Suapfalzkreis. Spar? Suar? Suapfalz? PS, geil, dass ihr bei euch Urpilz trinkt und ab und zu im Video GG. Alter, das ist kreativ. So, also hier habe ich auf jeden Fall eine Menge Hülsen. Jede Menge Bierdeckel. Mit Rizin vergiftete Kippen. Plantagen. Irgendwas pflanzliches, Glycerin. Ja, das ist mir ein bisschen zu spanisch. Und Scrubs. Ja, das kann der eigentlich. Ja, okay. Okay. Auch mal zu Rizin. Eine Essensablage. Oh, ein Dampfer. Oi. So. Ich dachte, das wären so Tabletten oder so, aber das kann man sich auch einführen. Damit der Darm zum Dampfen kommt. So. Mango-Sirup. Ah, das ist halt so richtig scheiße. Ich mache schon wieder ein Chaos. Fuck. Na ja, gut, okay. Rauchen ist. Oh, was haben wir da gesehen? Oh. Ach, Scheiße, was mache ich denn jetzt damit? Irgendwas mit Vapes? Ist das noch irgendwas? So Webzeug, ne? Ach, hier haben wir die Watte. Ne, ich will, Gott, ich habe wirklich Angst vor Vapen, weil ich dann wirklich große Angst habe, ein Vaper zu werden. Wenn ich mir so ständig diese Sticks im Maul und so, ich weiß auch nicht, so rauchen ist cool, aber Vapen, weiß ich nicht, so, das finde ich, da haben wir uns alle in die falsche Richtung entwickelt. Ne, weil, ich weiß auch nicht, ich finde das Vapen halt nicht so befriedigend. Ich finde es eher so, ja, mit diesem Zeug hier. Hier sind halt irgendwelche Tropfen drin. Und allein das wird mir schon nie gefallen. Bin ich zu eigen. Deswegen, ich werde niemals im Leben vapen. Aber ist auch nicht schlimm. So. 2 Euro. Also schenke ich Ihnen Scrubs, DVDs. Ich weiß nicht hier. Naja, es ist Fanpost, die machen mich kaputt. 16, 18. Hi, Scrubs, ich habe hier DVD von Scrubs, die kann ich Ihnen schenken, wenn Sie wollen. Die Scrubs-DVDs kann ich Ihnen schenken, wenn Sie wollen. Ich habe ja gerade Fanpost-Paket ausgepackt, da waren Scrubs drin, das sind DVDs. Schenke ich Ihnen. Schenke ich Ihnen. Also ich gucke die nicht mehr, ich habe das alles voll. Das sind Scrubs DVDs. Das schenke ich Ihnen, wenn Sie wollen. Können Sie ja verkaufen. Ist mir egal.
Mir ist das doch alles egal. Ich habe sowieso Demenz. Wenn ich jetzt Scrubs gucken würde, ich würde es in der Woche eh wieder vergessen. Es bringt einfach nichts. Ja, ich habe ja noch eine dritte DVD. Also ich kann es auch. Ja, wollt ihr Scrubs? Doch nicht? Na gut. Ach, wo kann ich ja Scrubs loswerden in Tschechien? Ach. Ja, das kann ja was werden. Hi, hi. Hi, hi. Okay. Ich kann mir jetzt die ganzen Messer mitnehmen, aber ich glaube, ich werde dann verfolgt. Ich glaube, die lauern hier irgendwo. Ich will eigentlich wirklich bloß die. Ich will die jetzt hier irgendwo abgeben, aber. Wollen Sie Scrubs DVD? So schenke ich Ihnen. Ja. Ja, das war der Besitzer. Der hat mich sehr fragwürdig angeguckt. Sehr kritisch. Vielleicht. Ja, okay. Ja, es ist wirklich diese Stände hier. Ich muss das jetzt irgendwie schaffen. Scrubs? Wollen Sie Scrubs DVD für Laden? Zum Verkauf? So, ich schenke ihn. Ach, das gibt's doch gar nicht. Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Ich will die jetzt loswerden. Ja, ich glaube, die führen ja auch so ein Netzwerk und die wissen, dass hier einer rumläuft, der Scrubs DVDs verschenken will und so. Und ich weiß nicht, ob ich da gleich. Nirgendwo Verkäufer. Ich sehe die nicht, ich bin langsam. Das ist mir langsam echt unheimlich hier. Shit. Was zum Teufel? Naja, gut, okay. Ich schenke Ihnen Scrubs DVDs. Nee. Ach, scheiße. Gut, die waren wir hier echt nicht los. Scrubs DVDs? Nicht? Nicht? Okay. Entschuldigung, brauchen Sie Scrubs DVDs? Ich schenke Ihnen nicht. Ach, scheiße. Oh, fuck. Niemand will die ja haben. Ich krieg wirklich noch eine Krise. Entschuldigung, brauchen Sie Scrubs? Nicht? Nein. Alter, okay. Niemand will Scrubs DVDs haben. Ach, ist das anstrengend. Was haben wir denn hier? Ein 8 Bier. Naja, gut, okay. Ich bin dick. Ich bin dick. Scheiße. Entschuldigung, ist hier jemand drin? Hallo? Ja, anders läuft ja das Geschäft nicht. Also das nehme ich und das. 2, 4, 6. Ja, genau. Ich habe aber keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wie viel das sind. Ich zähle sie erstmal. Ist so viel. Ich habe ansonsten. Oh, danke, ich krieg sogar was zurück. Ja. Das war ein sehr schöner Tschechien-Besuch. Beutel? Vielen Dank. Und? Achso. Beutel? Ihr verdammten Rocker!